Jeder Blechspielzeugsammler würde vor Neid erblassen, denn wir haben einen mechanischen Skarabäus. Und wir werden diesen mechanischen Skarabäus jetzt einsetzen, beziehungsweise benutzen. Und ich glaube, ich weiß sogar wo. Ich hoffe, ich habe recht. Sprinten wir dort mal hin und hoffen, dass ich recht habe. So, genau, hier sind wir wieder in der wunderschönen, in dem wunderschönen geheimen Garten. Warte mal, war das jetzt? Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, das war hier. Ja, und hier können wir jetzt bestimmt. Oder auch nicht. Dachte ich jetzt. Warte mal, können wir den hier irgendwie absetzen? Ja! So, lauf, Käfer, lauf! Den interessieren die Stacheln nicht so. Wir haben damit das... die Falle überwunden. Die Falle übersprungen. So. Und weiter geht es. Es wirkt jetzt wahrscheinlich ein bisschen so, als wäre ich, hätte ich hier den Walkthrough geguckt. Ist aber nicht der Fall. Ich habe einfach nur... ich erinnere mich daran einfach. Also ich habe... das ist so eine markante Stelle hier, an die ich mich einfach noch erinnere. Nicht vom Selbstspielen, sondern aus einem Let's Play, das ich damals gesehen habe. Ah, wir hätten den Käfer, glaube ich, mitnehmen müssen, sehe ich gerade. Ich finde irgendwie, dass dieses Spiel immer so gut laufen könnte. So, komm, Käferlein. Ich finde einfach, das wäre, es wäre einfach schön, wenn man immer so gut vorankäme in Tomb Raider 4. So, was ist hier los? Oh, hi. Hallo, Falle. Du wolltest mich wohl in der Mitte durchteilen. Oh, hi. Ja, ich werde jetzt einfach immer... ich werde jetzt einfach immer die Explosivammo benutzen, wenn so ein Typ ankommt, weil... keine Ahnung, mir fällt nichts Besseres ein gerade. So. Sage ich dann auch im Vorstellungsgespräch. Warum haben Sie sich bei uns beworben? Mir fällt nichts Besseres ein gerade. So, warte mal. Hier können wir, glaube ich... nee, warte mal. Kamen wir jetzt hierher? Jetzt bin ich gerade verwirrt. War das jetzt... oh, nee, das ist schon wieder so verwirrend alles. Ich glaube... nee. Welche Ecke war jetzt die, wo wir gerade hergekommen sind? War das diese? Nee. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Das heißt, wir werden unser Käferchen einsetzen. Wir haben übrigens jetzt... den rechten und den linken Metallhandschuh. Ich weiß nicht, ob es drei Teile sind von der Rüstung. Lauf los, kleines Tierchen. So, und wir sammeln ihn wieder ein. Falls das geht. Komm. Oh, und wieder. Oh, da haben sie es aber... hier wollten sie es aber wissen, ne? No. Wie no, Lara? Da waren sie so stolz auf dieses Feature, auf diese Geschichte, dass sie unbedingt jetzt das irgendwie... aua. Das jetzt irgendwie 10-mal einbauen mussten. So. Was ist hier los? Oh, nee. Müsst ihr jetzt wieder so was Verwirrendes hinbauen? Warte mal. Hier waren wir aber auch noch nicht, ne? Bitte sagt, dass ihr jetzt... der restliche... nee, nur ein Medipack, okay. Oh weia, ich blick nicht durch. Kann man das nicht... das sieht aus wie so eine Tür, die man aufstemmen kann. Och, nee. Ah, hier hat sich das gesenkt. Okay. Hier kommen wir quasi runter.
den nächsten Raum. Allerdings weiß ich nicht, ob wir das schon wollen. Hier ist ein Hebel. Was macht er? Oh, hi. Schön, dass du auch da bist. Ja, ich werde den mal ignorieren gerade. Ich würde einfach mal gucken, was hier jetzt dahinter ist. Okay, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ja, hier haben... Hi. Oder waren wir hier noch nicht? Ich weiß es gerade gar nicht. Weiß auf jeden Fall, dass ich diesen Typen aus dem Weg räume, weil er mich stresst. So. Speichern. Der Palast der Kleopatra. Ja, den haben wir schon geöffnet. Das hätte ich übrigens auch sehen können. Naja. Okay, also sind wir jetzt irgendwie wieder zurückgekommen. Ich will aber auch gar nicht zurück. Ich will doch noch erst gucken, was es hier noch so gibt. Hier haben wir uns nämlich noch gar nicht vollständig umgesehen. Was ist das hier eigentlich für eine Säule? Das sieht schön aus. Ah, da ist eine Nische. Wo führt die uns hin? Nischen sind immer sehr secret-verdächtig. Aber sieht nicht so aus. Als wäre hier irgendwas. Nee, die ist einfach nur so da. Okay, cool. Irgendein Brett. Irgendeine Brettwand. Bretterwand. Und hier... Oh, wir haben vergessen, den Käfer wieder einzusammeln. So. Was kann man hier einsetzen? Oh. Schön. Die können wir gebrauchen. Was kann man hier einsetzen? Ach, ist das nicht wieder dieses Ding, was wir schon mal benutzt haben? Dieser komische Phallus. Diese Phallussäule. Okay, jedenfalls haben wir sie nicht. Wo geht es hier runter? Ich kann es mir fast schon denken. Oder? Wofür ist das? Das verstehe ich jetzt gerade irgendwie nicht. Warte mal, hier kommen wir hoch. Aber hier ist ja nichts. Wofür ist denn das? Hier geht's ja gar nicht weiter. Warte mal, da kann man was verschieben, oder? Das ist viergeteilt. Das heißt, da kann man irgendwas machen. Mit dem Ding, mit der Bodenplatte. Irgendwas ist hier machbar, aber ich weiß noch nicht was. Vielleicht erfahren wir es noch, vielleicht nicht. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie eine Etage drunter. Jetzt, da was verschieben. Könnte ich mir irgendwie vorstellen. Mal hier was verschieben? Nee. Ha! Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt mal rumgucken, ob man hier irgendwie runterkommt. Drunter kommt, wie auch immer. Ich meine, es... Vorsicht. Es muss ja irgendwie einen Sinn ergeben, dass wir hier wieder raus können. Dass dieses große Tor sich geöffnet hat. Nee, das war nur eine Materialprüfung. Hier können wir auch lang. Hier waren wir aber auch, glaube ich, schon. Können ja trotzdem mal kurz... Ich weiß gar nicht, was haben wir jetzt eigentlich gekonnt? Wir haben eigentlich nur diesen Weg freigelegt und den zweiten Arm bekommen, aber... Nein. Einen zweiten Arm davon bekommen. Aber so richtig wüsste ich jetzt gar nicht, wo wir woanders weiterkommen. Oh. Okay. Sieht so aus, als kämen wir mit dem Käfer nicht mehr weiter. Deswegen wahrscheinlich, damit wir hier nicht immer mit dem Käfer rumlaufen müssen, haben sie uns die Tür geöffnet. Verstehe. Schöner Zug von euch. So, was ist das hier für eine Säule? Kann man hier irgendwas machen?
Wahrscheinlich nicht. Nee. Kommt man da hoch? Was ist das? Ist das cool? Kommt man nicht hoch. Aber hier kommt man hoch. Und dann kann man da bestimmt auch da irgendwie dran springen. Ja. Da um die Ecke hangeln. Das hilft uns bestimmt in irgendeiner Form. Ich weiß noch nicht, in welcher. Lass mich rüber. Ich kann um Ecken hangeln. Das ist übrigens das Detail, das ich immer mal wieder vergesse, dass man in Tomb Raider 4 auch schon um Ecken hangeln konnte. Denke irgendwie immer, das wäre ein Feature vom Teil 5. Und dann werde ich immer lieb berichtigt. So, was ist hier los? Das sieht mir nochmal nach einem anderen Raum aus. Hier ist nix. Und hier geht's irgendwie runter. Bringt uns aber nichts. Und hier ist nochmal. Ja. Boah, 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 boah. Oh. Sieht mir aus, als wäre da noch ein Sarg, aber wahrscheinlich ist da nichts Besonderes drin. Würde mich jetzt wundern. Oh! Doch! Ein Fuß! Offenbar, das ist ja super. Offenbar brauchen wir noch mehr Teile, die hier irgendwo alle versteckt sind. Boah. Und zwar ziemlich gut versteckt, wenn ich das mal kurz erwähnen darf. Toll, wir hätten auch von der Seite reingekonnt. Ja, allerdings ist das gerade ein bisschen doof, weil die Fallen sind ja nicht deaktiviert. Das heißt, wir kommen hier gar nicht. Wir müssen zurück. Wir kommen hier gar nicht durch, weil der Käfer ja zerplatzt ist. Das ist das Gegenteil vom Bugfixing halt. Boah, super. Ja, gut, eigentlich gibt es ja keinen anderen Weg als wieder zurück. Ja, gut, aber das ist jetzt ja auch kein Problem eigentlich. So. Okay, haben wir das auch geschafft. Nur uns fehlt noch der zweite Fuß und die Brust. Und vielleicht auch noch ein Helm. Wobei ich jetzt momentan nicht mehr so richtig... Oh, warte mal, war die Tür schon offen? Glaub nicht, ne? Oh! Komm schon, sag mir, dass da der zweite Fuß drin ist. Oh nee, aber der Dildo. Sehr gut. Wo war denn jetzt nochmal das Einsatzgerät für den Dildo? Nun. Wo war der Sockel? Er war bestimmt hier irgendwo. Boah, Verwirrung. Ich habe keine Ahnung. Hier war er auf jeden Fall nicht. Und hier ist wieder eine Falle. Da kommen wir nicht lang. Wo war das jetzt? Bestimmt hier irgendwie. Nee, hier ist auch eine Falle. Verwirrung so. Toll, jetzt haben wir das Teil zwar, wissen aber nicht, wo wir es einsetzen müssen. Es gibt, wenn ich das gerade so sehe, gibt es nur einen Weg. Nämlich den einen Weg, wo keine Fallen sind. Das macht es irgendwie einfach. Zumindest auf den ersten Blick. Ba, 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 ba. Hier zum Beispiel. Denk, denk, denk. Such, such, such. Denk, denk, denk. Such, such, such. Hier geht's nicht weiter. Und hier... Warte mal, hier waren wir ja auch noch nicht drin. Boah, maximal verwirrend irgendwie. Diese ganzen Türen, die sich da öffnen. Können wir den eigentlich... Wie er nervt.
Kann der sterben hierdurch? Nee. Schade. Aber es hat sich gelohnt, auf jeden Fall hier nochmal nachzuschauen. Wir haben auf jeden Fall noch eine weitere Tür geöffnet. Und hier war jetzt diese geheimnisvolle Nische, von der ich keine Ahnung habe, warum sie da ist. Will doch nur jetzt diese Stelle wiederfinden, wo man den Dildo einsetzen konnte. Komm schon. War das hier? Ja! Ja! Es war hier, es war hier. Pharos Knoten. Oh, tschüss! Was ist das? Okay, ich werde mal den Typen gerade ausschalten. Knips! Was ist das alles? Aber das sieht irgendwie wie eine Falle aus. Okay, wir haben... Lass mich mal kurz schauen. Wir haben... Bein und... Ein Bein und zwei Arme. Ich hatte irgendwie gerade in Erinnerung, dass wir drei... Also, dass wir zwei Beine haben. Drei Beine, genau. Wir haben drei Beine. Dass wir zwei Beine und zwei Arme haben, aber... Ich wach morgens auf. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass ich zwei Beine und zwei Arme hatte. Aber irgendwie sind die weg. Oh Mann. Kommt man hier hoch? Nee. Was will dieser Raum? Der will, dass ich das Medipack nehme, vermutlich. Okay, was ist jetzt los? Oh! Sag nicht, dass wir jetzt wieder einen Klon bekämpfen müssen. Wurden wir gerade echt geklont? Cool. Das gefällt mir irgendwie. Auch wenn ich nicht weiß, was es uns bringt. Okay, ich dachte jetzt, hier geht's runter, aber irgendwas hat sich jetzt bewegt. Also irgendwas dreht sich jetzt, was vorher nicht in Gang gesetzt war. Nur was ist es? Ah, guck mal, wir können hier, glaube ich, klettern. Schöne Sache. Was war das für ein Geräusch? Und warum haben die Wände Augen? Das gefällt mir nicht. Bestimmt fehlt uns am Ende wieder ein Teil der Rüstung. Sie schaffen es ja immer, ne? Dass sie irgendein Szenario entwickeln, wo man dann am Ende nochmal den ganzen Weg zurück muss, weil man irgendwas nicht hat, weil man ja nicht weiß, wo man es hätte finden müssen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Spiel wirklich Spaß macht, wenn man es kennt. Das nicht heißt, dass es keinen Spaß macht, wenn man es nicht kennt, aber es ist halt anstrengend. Hi. Oh, danke Vogel für diese wunderschönen, netten... dieses nette Feuerwerk. Aua. Was soll denn das? Ach so, hier ist gar nichts zum Hochspringen. Oh. Warum habe ich denn jetzt auf einmal Leben verloren? Ja. Ich habe im Moment noch keinen Plan, wo wir hin müssen. Hier vielleicht? Hoffen wir es einfach. Da steht gleich wieder einer auf. Und hier... Was ist das? Kann man das essen? Ja, ich verliere einfach so Leben und weiß nicht warum. Das ist auch schön. Danke fürs Hacken. Sehr nett von dir. Wo ist die Alte jetzt? Guck mal, wir verlieren einfach Leben. Einfach so.
Ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Aber es gefällt mir nicht. Hänge an meinem Leben. Ich will nicht, dass es mir jemand wegklaut. Hier wird man ja wohl irgendeine Tür öffnen können. Was ist das? Was frisst da an meinem Leben? Ich sehe es ja nicht mal. Ich weiß, dass hier irgendwo so eine blöde Kuh rumfliegt, aber ich sehe nicht, was... Was? War die jetzt einfach unsichtbar oder was war los? Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und hoffen, dass wir dann irgendwie wenigstens unseren Mörder mal zu Gesicht bekommen.